Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt im Rahmen der Expo Pharm Impuls. Mein Name ist Daniela Hüttemann, ich bin Apothekerin und Redakteurin bei der Pharmazeutischen Zeitung. Und wir sprechen heute unter uns, alles Leute, die Pharmazie studiert haben, Apothekerinnen und Apotheker, über das Thema, wie sich die Medikationsanalyse in den Apothekenalltag integrieren lässt. Ich darf einmal kurz alle Diskutanten vorstellen. Neben mir sitzt Dr. Hannes Müller. Herzlich willkommen. Danke sehr, hallo. Filialleiter der Römer Apotheke in Haltern am See und ist auch im Vorstand der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und zusätzlich auch noch im geschäftsführenden Vorstand der Bundesapothekerkammer. Da hat er sich auch schon mit dem Thema pharmazeutische Dienstleistungen beschäftigt. Mhm. Auf der anderen Seite von mir sitzt Stefan Göbel, auch herzlich willkommen. Danke. Er ist Inhaber der Brückenapotheke und der Glückauf-Apotheke in Heringen in Thüringen. Und hat einen Lehrauftrag an der Uni Jena für klinische Pharmazie und hat, glaube ich, sein Herz an die Medikationsanalyse verloren, wie er sagte. So kann man das sagen, definitiv. Online zugeschaltet haben wir Silke Bergmann. Auch herzlich willkommen nach Münster. Sie ist die Inhaberin der Margaretenapotheke in Münster und konnte die Apotheke nicht alleine lassen. Aber ich freue mich, dass sie heute Abend Zeit hatte für uns. Und sie führt auch Medikationsanalysen in ihrer Apotheke durch, unter anderem als Aufgabe für ihre Pharmazeuten im Praktikum. Genau, ganz am Rand möchte ich Dr. Kirsten Menke begrüßen. Sie gehört zur Geschäftsleitung von des MediCheck, also einer Software, über die wir nachher auch noch sprechen, ist Dozentin für verschiedene Apothekerkammern und Atina-Tutorin. So, es gibt jetzt ein, hallo, herzlich willkommen. Es gibt einen Grund, warum ich Dorothee Michel in der Mitte kurz ausgelassen habe. Frau Michel wird uns gleich einen Impuls geben. Sie ist Inhaberin der Marktapotheke Eidelstedt in Hamburg und arbeitet aber tatsächlich gerade auch noch an einer Promotionsarbeit und forscht dafür an der Robert Gordon University in Aberdeen in Schottland. Und sie hat sich genau mit unserer Leitfrage beschäftigt. Wie wird die Medikationsanalyse zum Apothekenalltag und wird uns da erste Einblicke aus Ihrer ganz frisch laufenden Studie geben? Okay. Vielen Dank für die Einladung, Frau Hüttemann. Wie wird die Medikationsanalyse zum Apothekenalltag? Das habe ich mich vor Jahren schon gefragt und freue mich, dass ich heute Abend ein bisschen darüber berichten kann. Die Doktorarbeit wird betreut von Dr. Dartsch, Campus Pharmazie, von Dr. Tonner und Professor Weidmann an der Robert Gordon Universität. So, wir sind ja nicht das erste Land, das gerne Medikationsanalysen im Apothekenalltag haben möchte. Da haben wir ins Ausland geschaut und eine systematische Übersichtsarbeit erstellt und geguckt, was für Erfahrungen haben denn Apotheker, aber auch Patienten oder Ärzte und Krankenkassenvertreter mit der Einführung von Medikationsanalysen schon gemacht. Wir konnten 23 Studien aus 9 verschiedenen Ländern einschließen und die Hauptergebnisse waren als hindernde Faktoren einmal schlechte Vergütung. Das hat man sich fast vorher schon gedacht, weil das natürlich ein Kriterium ist, was auf vieles andere mit ausstrahlt, nämlich auf Ressourcen, auf Zeitplanung, aber auch auf Software zum Beispiel. Auch ein klares Hindernis war, wenn der Auftrag an Apotheker nicht klargestellt war, wie die Medikationsanalyse auszusehen hatte, welche Patienten eingeschlossen werden konnten. Die Zusammenarbeit mit Ärzten konnte ein Hindernis sein. Das lag ein bisschen, oder gab es eine gewisse Spannbreite, je nach Gesundheitswesen. Allerdings, wenn die nicht gut läuft, ist das auch jedenfalls ein großes Hindernis für eine gute Einführung von Medikationsanalysen. Auf der anderen Seite hatten wir aber natürlich auch Faktoren, die das total gut begünstigt haben. Also einmal die große Bereitschaft der Apothekerinnen und Apotheker, sich neuem gegenüber zu öffnen und auch Medikationsanalysen wirklich anzubieten. Und ganz überwältigend aus vielen Ländern berichtet die Patientenzufriedenheit mit dieser Dienstleistung. Wir haben überlegt, was für Qualifikationen braucht man, um damit anzufangen, was in den Studien berichtet wurde. Ist, dass viele Apotheker sich durch das Studium alleine nicht ausreichend vorbereitet fühlen, dass sie aber schon nach Absolvieren von Aufbaukursen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelt haben
und die Apotheker dann auch überzeugt waren, wirklich bessere Medikationsanalysen durchführen zu können als alle anderen Berufsgruppen. In anderen Ländern wird das ja auch von Ärzten oder manchmal sogar von Krankenschwestern angeboten. Weiterhin wurden Mentoren sehr geschätzt, also Leute, die einen länger begleitet haben. Wie gewinnt man Patienten? Zum Anfang ist es natürlich total leicht, erstmal Patienten zu nehmen, die man schon lange kennt, Patienten, die vielleicht selber viele Fragen hatten. In manchen Studien wurde aber auch berichtet, wie schwierig es war, Patienten zu gewinnen, die vielleicht nicht die gleiche Sprache gesprochen haben, die psychiatrische Erkrankungen hatten. Oder aber auch bei Patienten, wo man nur über die Angehörigen Kontakt hat zur Apotheke. Hat man dann allerdings eine Medikationsanalyse durchgeführt, waren die zufriedenen Patienten wirklich die allerbeste Werbung durch alle Gesundheitssysteme, alle Länder hinweg. Was für strukturelle Bedingungen kann man brauchen in der Apotheke? Vielleicht auch nicht so überraschend, gute Teamarbeit samt regelmäßiger Teambesprechungen zum Thema Medikationsanalyse waren sehr wichtig. Dann braucht man natürlich wirklich einen Raum, wo man das auch machen kann, einen Beratungsraum. Ohne den geht es gar nicht. Total gute Unterstützung braucht man, also kriegt man durch Software, möglichst in Verknüpfung mit der eigenen Warenwirtschaft. Da gibt es ja in Deutschland verschiedene Möglichkeiten. Und auch aus vielen Ländern wurde genannt, Unterstützung der Apothekenleitung ist eigentlich der wesentliche Faktor überhaupt. In den Studien war allerdings überhaupt nie mal ein Apothekenleiter befragt worden. Und hier ist ein Zitat, ich weiß nicht, ob Sie das gut lesen können. Also der Apothekenleiter ist wirklich der wichtigste Punkt. Ohne den keine Chance, ohne den läuft gar nichts, weil der ja die Ressourcen zuteilt. Und wir haben dann noch weiter in der Literatur geforscht, nichts zu Apothekenleitern. Das hat uns jetzt bewogen, diese deutsche Studie anzuschieben, eine Interviewstudie mit Apothekenleitern. Die ist über den Sommer gelaufen, die Interviews sind geführt und werden jetzt nach und nach ausgewertet. Und wir haben zum Glück einen erfreulich großen Rücklauf gehabt, dass wir also wirklich alle Kenntnisstufen mit abfragen konnten, also Leute einschließen konnten, die sagten, na, ich habe vielleicht gerade mal nur von Medikationsanalysen gelesen, welche, die sagen, oh, ich möchte das gerne einführen oder ich habe auch gerade schon damit angefangen und natürlich auch ein paar alte Hasen und wirklich quer durch die ganze Republik aus allen Kammerbezirken Leute dabei gehabt. Und über diese allerersten Ergebnisse, das sind aber auch nur vorläufige Ergebnisse, berichten wir gerne, meine Kollegin Dorothee Dartsch und ich, am Donnerstag um 16:45 in der Netzwerkpause. Jetzt ist erstmal Frau Hüttemann wieder dran. Ja, vielen Dank. Da sind ja schon fast ein paar Fragen beantwortet. Aber aus dem Ausland. Aus dem Ausland. Wir wollen jetzt mal drüber sprechen, wie es in Deutschland aussieht. Waren denn bei diesen 23 Studien auch deutsche Studien überhaupt dabei? Eine Studie war dabei, eine deutsche Studie. Von Olaf Rose und der hat in der Studie Ärzte befragt. Okay, also auch keine Apotheker? Keine Apotheker, nein. Okay, alles klar. Wir haben ja vorhin schon in der Präsentation kurz gesehen, die Apotheker fühlten sich nicht gut genug vorbereitet durch das Studium. Also ich würde einfach mal fragen, wir haben doch alle Pharmazie studiert, reicht das nicht? Wollen Sie direkt anfangen? Also wenn ich meinen Studienteilnehmern glauben darf, nein, das reicht nicht. Also insbesondere die älteren Kollegen, meine Jahrgänge zum Beispiel, wir hatten nicht genug Pharmakologie, Pharmakotherapie im Studium. Das deutsche Studium ist dafür nicht ausgerichtet. Aber das kommt natürlich bei den Jüngeren, bei den FIPs, die ich jetzt bei mir in der Apotheke sehe, die können das schon viel, viel besser. Das können die anderen vielleicht auch bestätigen. Aber man, es hindert ja auch keinen dran, wenn man das schon mit mehr Berufserfahrung nochmal so einen Kurs macht. Herr Göbel, Sie unterrichten ja auch an der Uni Jena. Wie würden Sie das einschätzen? Also tatsächlich, also wir machen das in der Uni Jena tatsächlich so, dass wir sie eiskalt ins kalte Wasser reinstupsen. Also ich bringe da immer, also um das kurz das Modell zu beschreiben, was wir da eigentlich tun. Ich bringe echte Fälle mit, echte Menschen, also auch mit Laborwerten, allen drum und dran. Und dann sage ich, liebe Studenten, ihr habt jetzt 10 Stunden Zeit, analysiert mal. Und mein Eindruck ist, dass die jungen Apothekerinnen und Apotheker extrem motiviert sind. Also Medikationsanalysen, wenn man damit anfängt, die wirklich mal was Praktisches machen zu lassen, ist das für die absolut fantastisch. Was man aber auch klipp und klar sagen muss, sie machen immer wieder die gleichen Fehler. Was sind das für Fehler? Also einer meiner Lieblingsfehler ist, dass sie zum Beispiel beim Herzinfarktpatienten oder beim Schlaganfallpatienten das versuchen, das ASS abzusetzen. Und zwar mit der Begründung, beim Wechselwirkungscheck ist jetzt rausgekommen, ASS 100, das kann ja die blutdrucksenkende Wirkung von verschiedenen Blutdruckmedikamenten verhindern. Und wenn man sowas natürlich
die Studenten, wenn ich das dann anspreche und sage, das würde ich jetzt nicht so machen, und ihnen erkläre, warum, ärgern sie sich dann fürchterlich darüber. Aber tatsächlich ist es am Ende des Tages so, dass ich es ja genau aus dem Grunde mache. Was möchte ich am Ende des Tages damit sagen oder was möchte ich eigentlich damit sagen? Uni bereitet unsere Studenten sicherlich oder unsere zukünftigen Apothekerinnen und Apotheker sicherlich darauf vor, wie das mal später in der Praxis wird, aber konkret nicht. Das heißt, da sind meines Erachtens auch noch richtig dicke Bretter zu bohren. Da muss noch richtig viel Zeit investiert werden, damit die, wenn sie in die Apotheke kommen, im Endeffekt tatsächlich vernünftig das machen kann. Das war Ihre Erfahrung auch so. Da würde ich jetzt an Frau Bergmann abgeben, weil Frau Bergmann ja eben genau das als auch ihren FIPS, also quasi die dann gerade bei Herrn Göbel fertig sind, ja. Wenn sie denn dann von Thüringen nach Westfalen-Lippe ziehen und zu Frau Bergmann in die Apotheke kommen, bekommen sie ja echte Fälle. Frau Bergmann, sind Sie dann gut vorbereitet? Machen Sie ja, das schon gut? Also erstmal möchte ich sagen, dass wir auch gut vorbereitet sind, die jetzt schon länger vom Studium wieder raus sind, weil ich finde, wir machen ja jeden Tag so eine kleine Medikationsanalyse ja auch am HV-Tisch. Ne, dann machen wir die Beratung, fragen den Kunden, ob er gut damit klarkommt. Und das machen wir ja sozusagen bei der Medikationsanalyse halt in einem zeitlichen, ja, dass wir mehr Zeit haben und dann kommt ja auch das Gespräch. Und ich denke, dass eigentlich jeder Apotheker auch damit anfangen kann. Und wenn das dann noch gemischt ist mit dem Jungteam, haben wir ja eine ganz tolle Basis. Ne? Also unsere Erfahrung mit der Medikationsanalyse und der Erfahrung der Jüngeren. Deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Kombi. Weil, ja, und wenn man noch gutes Handwerk hat, zum Beispiel den Medicheck oder so dazu. Ich hatte auch Fragen an Sie, aber fangen Sie erstmal an. Frau Bergmann kommt ja aus Westfalen-Lippe. Das stellt so ein bisschen auf das APO-AMTS-Konzept ab, was wir haben. Das ist ja eben gerade dieses Konzept, dass wir die Jungen, die FIPS, zusammen eben mit den schon im Beruf stehenden Apothekenleitern oder den anderen Ausbildern zusammen losschicken zum Seminar, zu der Schulung für die Medikationsanalyse, sodass dann auch gegenseitig profitiert werden kann. Der FIP, der das unfassbare Fachwissen hat, was, glaube ich, aus der Praxis, irgendwann stumpft das ab, das hat man nicht mehr so unbedingt ins Kleinste parat, aber er kann es vielleicht noch nicht so auf den einzelnen Patienten anwenden. Da fehlt noch so die Übertragung in den Alltag und da ist dann die super Erfahrung der älteren Kollegen, die schon länger im Beruf stehen. Ich glaube, das zusammen macht es möglich, dass es gut wird. Am Ende muss man auch sagen, Medikationsanalyse ist eine Übungssache. Also ich glaube, die ersten haben bei uns alle noch sehr lange gedauert, die Analysen. Man hat alles nochmal genau nachgeguckt, man muss sich nochmal in die Leitlinien einarbeiten. Irgendwann bei den Standardvolkskrankheiten hat man es drauf, nach der 5., 6. Medikationsanalyse, würde ich mal sagen. Ja, das ist ein wichtiges Stichwort. Also in dem AMTS in Münster, da wird ja auch, werden ja die Leitlinien auch beleuchtet, je nach Indikation. Und das hilft auch den Apothekern, die länger schon im Beruf sind, zwar gut mit Patienten umgehen können, sich nochmal an das Wesentliche zu erinnern, dass wir die Therapie optimieren wollen. Und dafür müssen wir die Leitlinien können. Und das ist bei Athena bestimmt auch im Konzept mit drin. Unbedingt. Also ich sehe das ganz genauso eigentlich wie die Frau Bergmann. Ich glaube, die Mischung macht es hier in der Tat. Einmal das frische Wissen von der Uni, aber eben nicht die Praxiserfahrung. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Und das bringen eben die Kollegen, die schon lange Berufsjahre vorzuweisen haben, mit. Und was man auch nie vergessen darf, meines Erachtens, ist der ganz wichtige Punkt, wie kriege ich denn überhaupt die Informationen, die ich brauche für eine Analyse? Ne? Und da ist gerade, wenn man eine lange Bindung hat zu den Kunden in der Apotheke, häufig schon eine Bindung da, wo sehr, sehr viel an Informationsfluss überhaupt ermöglicht wird. Ne? Denn jede noch so schöne Medikationsanalyse funktioniert nicht, wenn die entscheidenden Informationen gar nicht mitgeteilt werden. Ne? Wenn man jetzt ein BMP beispielsweise hat, kann man wunderbar schauen, passt das auch leitlinienkonform. Aber was macht denn eigentlich der Patient? Und das ist das Wesentliche. Und da auch die kommunikativen Fähigkeiten, die jetzt etablierte Apotheker logischerweise aufgrund ihrer Berufserfahrung schon mitbringen, an die Jugend dann auch mitzugeben, die das gar nicht haben kann, plus die ganzen wissenschaftlichen Informationen, die die Jugend mitbringt, genau das ist die beste Mischung und dann natürlich gern noch den ärztlichen Kollegen dazu. Ich glaube, dann wird die Sache rund und dann ist der Patient auch gut aufgehoben. Schön finde ich auch, es gibt ja so Standarddinger, die immer wieder bei allen Ärzten schieflaufen. Ich sage nur Thorasemid morgens und mittags, das kennen Sie noch vom Furosemid von früher, ist einfach nicht nötig aufgrund der langen Halbwertszeit. Das lernen die Studenten, da wundern die sich, warum kriegen die das morgens und mittags? Ein Apotheker, der 10 Jahre im Beruf steht und jeden Tag 2 Rezepte sieht, wo das morgens und mittags draufgeschrieben, für den ist das normal, der hinterfragt das nicht mehr. Ich glaube, es kommen auch ganz andere Fragen noch wieder auf, was man im Alltag, was sich eingeschliffen hat, was eigentlich nicht Lege Artis ist, aber was trotzdem verbreitet ist und dann kriegt man auch mal so
einen kleinen Knacks, dass man das vielleicht doch nochmal hinterfragen sollte, auch wenn man das jetzt die letzten Jahre immer so akzeptiert hat. Ja, aber gerade bei den älteren Kollegen, die hören dann zu, was die Patienten erzählen, wenn der Patient nämlich dann sagt, oh, ich muss nachts immer raus, ja, ne? Und dann kommt das wieder. Genau. Noch eine Frage zu den jungen Apothekern, weil Sie ja auch bei der Bundesapothekerkammer sind. Und es steht ja eigentlich schon seit Ewigkeiten mal wieder eine Novellierung der Approbationsordnung an. Wird da noch was passieren, dass es noch mehr auf dieses Thema auch geht, auf Medikationsanalyse? Ja, also wir sind ja gerade im Prozess. Wir haben gerade... Die Verabschiedung ist da, dass wir sie novellieren wollen als Apothekerschaft, als Bundesapothekerkammer. Wir müssen nur gucken, dass wir alle mitnehmen. Es gibt ja verschiedene Gruppen, die alle eigene Vorstellungen haben und da muss ein Konsens gefunden werden, weil ich glaube, was uns nicht passieren darf, ist, dass das Bundesgesundheitsministerium am Ende uns was vorgibt, was wir nicht möchten, sondern ich glaube, wir müssen, wenn wir als kleiner Berufsstand da vorankommen wollen, mit einem einheitlichen im Berufsstand abgestimmten Vorschlag reingehen. Und da muss man die unterschiedlichen Interessensgruppen, Hochschullehrer, Studierende, die Bundesapothekerkammer und alle, die noch daran beteiligt sind, muss man mit ins Boot holen. In dem Prozess sind wir gerade, dass wir einen gemeinsamen Konsens finden dafür. Und ich bin sicher, dass das kann man auch an unseren Thesen ablesen, okay, dass wir uns alle einig sind, dass die Patientenorientierung einen stärkeren Schwerpunkt in der Ausbildung kriegen muss. Das, so viel kann man vorwegnehmen, das ist, denke ich, da sind sich alle einig. Jetzt würde ich gerne von Ihnen, die ja alle Ihr Staatsexamen bestanden haben, gerne mal hören, wie denn für Sie die erste Medikationsanalyse, die Sie wirklich in der Praxis durchgeführt haben, wie haben Sie sich so dabei gefühlt, was sind da für Probleme aufgetreten? Vielleicht Frau Menke. Ja, gern, kann ich da ein bisschen plaudern. Also natürlich ist es... an allen Ecken und Enden am Ende doch was Neues. Man hat zwar das Fachwissen natürlich, aber es kommt eben in erster Linie erstmal darauf an, dass man wirklich alle Daten, wie schon gerade erwähnt, auch wirklich vorhanden hat, die wichtig sind, um das Ganze irgendwie bewerten zu können. Und dann die eigentliche, also das ist ja der erste Schritt, dass die Anamnese irgendwie passt, dass die möglichst vollständig ist. Nur damit können wir dann arbeiten. Und der zweite Schritt war für mich persönlich ein unglaublich zeitaufwendiger. Selbst wenn man jetzt von sich behaupten kann, man hat da schon durchaus ein gewisses Hintergrundwissen, ist es eben doch so, dass man in sehr, sehr viele Dokumente reingucken muss. Das heißt, wir hatten es jetzt gerade von den Leitlinien. Für mich durchaus eigentlich ein Must-Have, zumindest wenn es in die Kommunikation mit dem Arzt geht. Aber dann die haben ja auch mal locker 200 Seiten, so eine Leitlinie. Ja, wobei, da gibt es auch Tricks, wie man sich da eigentlich aufs Wesentliche... Das ja, immer schneller. Genau, man gucken muss und wo man weggucken man kann. Muss natürlich auch ein bisschen diszipliniert vorgehen, weil es sind viele spannende Sachen drin, also Epidemiologie, dann die Diagnostik und was weiß ich, wo man sich alles verlieren kann, aber am Ende des Tages ist die Therapie das, worauf das Augenmerk sich richten darf und dann gibt es häufig auch Algorithmen, in denen man relativ schnell erkennt, was sind die Mittel der Wahl, in welchen Schritten wird da vorgegangen und was ist eben auch obsolet. Gerade wenn man jetzt auch vielleicht ein bisschen ältere ärztliche Kollegen an der Seite hat, dann findet man eben doch häufig Dinge, die eigentlich nicht mehr so dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Das war also das, was ich eigentlich mit am prägendsten empfunden habe, die immense Literaturrecherche. Leitlinien, klar, Fachinformationen, Teilbarkeitsinformationen, Wechselwirkungen, Kontraindikationen, die Sie aus den Fachinformationen rauslesen lassen, Dosisüberprüfung, dann kommen die Geriatrielisten dazu, die typischerweise nochmal separat hervorgeholt werden müssen, dann kommt die Fachliteratur dazu, wenn es an Verordnungskaskaden oder Ähnliches geht. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr großer Rechercheaufwand, um letztlich wirklich auch die neuralgischen Punkte abdecken zu können. Aber ich will auch den Kollegen draußen Mut machen, denn mit jeder Analyse lernt man, in der Tat. Und wenn man so die, ich sag mal, Top 10 Kardinalerkrankungen irgendwie zum 50. Mal durch hat, so ungefähr, dann ist man selber die Leitlinie und dann passt das auch. Ich würde jetzt erstmal Frau Michel fragen, wie war, kann sie sich noch erinnern, ihre erste Medikationsanalyse? Das ist fürchterlich lange her, muss ich zugeben. Ja, also sie hat auch sehr viel Zeit gebraucht und auch ich habe mich in der Literatur so ein bisschen dabei verloren, vor allen Dingen in den Laborparametern, weil ich das auch spannend finde. Und am Anfang war das ja alles total neu, also da kann man ja vielleicht auch nochmal einen Kurs besuchen. Aber hinterher weiß man auch, wo muss man gucken, also wann muss ich nach einer GFR, nach der Nierenfunktion gucken, wann brauche ich einen Kaliumwert oder was ist bei diesem Menschen einfach bei der Erkrankung jetzt gefragt. Da muss ich nicht mehr alles nachgucken.
Und ja, am Anfang kann man 2-3 Tage in eine Analyse stecken. Hinterher macht man das in einer halben Stunde, Stunde, je nachdem, wie viele Medikamente der hat. Okay. Und das Längste, und wofür man sich, glaube ich, aber immer die Zeit nehmen sollte, ist das Patientengespräch, okay, die Anamnese, dass man wirklich rausfindet, wo ist hier das Problem? Was möchte der Patient? Und wie geht der mit seiner Medikation um? Denn wenn wir den Patienten nicht ins Boot holen, dann tun wir ihm keinen Gefallen. Dann ist es vielleicht nachher eine leitliniengerechte Therapie, aber der macht das trotzdem nicht. Also dafür sollte die Zeit da sein. Frau Bergmann, Sie hatten mir im Vorgespräch von einem Fall erzählt, das war jetzt nicht der erste, aber glaube ich einer, den Sie jetzt kürzlich hatten. Würden Sie es hier in der Runde auch noch mal erzählen? Also ich finde das ja immer auch ganz spannend, wie der Patient überhaupt mit der Medikation umgeht. Und oft liegt da auch das Problem. Also ich hatte jetzt einen Patienten, das habe ich auch im Hintergrund gezeigt, der hatte seine Medikation wirklich in einen Setzkasten geordnet, wusste aber nachher gar nicht mehr, welche Tablette welche ist und hat dann wirklich immer ganz, je nach Zeit dann die weiße Tablette genommen. Und da war wirklich alles durcheinander. Und ich glaube, ich hätte da eine Analyse machen können. Ich wäre da nie drauf gekommen. Ne? Also deswegen finde ich das auch so wichtig, dieses Patientengespräch, die Kommunikation und auch der Nutzen für den Patienten. Ne? Auch, dass er seine Medikation eigentlich versteht. Ne? Warum nimmt man die denn vorm Essen? Was ist überhaupt eine Retard-Tablette? Und ist das jetzt schlimm, wenn ich die mittags mal auslasse? Das finde ich auch ganz oft, dass die Patienten sagen, nee, ach ja, so ab und zu, wie ist ab und zu, so einmal am Tag, jede Woche, einmal im Monat, ja doch, alle 2 Tage nehme ich die dann doch nicht ein. Also da finde ich, also da lege ich speziell den Fokus auch nochmal drauf, mit den Patienten alles zu besprechen und dann natürlich, wie auch gerade schon erwähnt worden ist, die Leitlinien etc. Aber das war ich schon einen sehr spannenden Fall, weil wirklich unglaublich, wie die Leute auch teilweise die Medikamente lagern und auch, wie sie die anwenden. Ich hatte auch mal einen Patienten, der hatte zum Beispiel wirklich nie seine Nadel gewechselt beim Blutzuckermessgerät. Das war auch unglaublich. Da bin ich nur drauf gekommen, weil überall war Blut an den Medikamenten. Und ich dachte, wo kommt das ganze Blut her? Und das, also ja, und ich glaube, dass man ganz viel dadurch auch erreichen kann. Also für den Patienten und auch für die Bindung. Also ich sage immer, bei jedem Kunden, bei denen wir eine Medikation durchgeführt haben, den haben wir bis zum Tod. Also der geht nie mehr wieder weg. Der hat so ein Vertrauen und das ist natürlich auch eine ganz tolle Bindung, die Vorortapotheke dann haben kann. Das war so überwältigend. Jetzt würde ich aber gerne auch noch von Herrn Göbel und Herrn Müller wissen, wie war so Ihr erster Fall? Der erste Fall war tatsächlich super, weil er hatte genau diese Aspekte, die gerade beschrieben wurden, hatte er halt mit drinne gehabt. Und das wollte ich eben noch mal so hinzufügen, dass dieses, wo es um die ältere und die junge Generation und das Vertrauensverhältnis, das die Menschen uns gegenüber haben, das haben sie vielleicht dem jungen Apotheker, der jungen Apothekerin gegenüber nicht, aber vielleicht dem etwas etablierteren. Und um das überzuleiten zu meinem ersten Fall, das war die Frau H., das heißt, die Frau H. gibt es tatsächlich noch, das ist 6 Jahre her. Das ist bei Medikationsanalysen tatsächlich eine Ausnahme. Wir haben es hier wirklich ja mit schwerkranken Leuten zu tun, die gerne mal 10, 12 Medikamente hatten. Und die Frau H. war so ein typischer Adherenzfall. Und das heißt, die hatte 10 Medikamente, die Hälfte davon hat sie genommen, die andere Hälfte hat sie nicht genommen. Die andere Hälfte oder beziehungsweise den letzten Teil davon hat sie übermäßig viel genommen. Das ging kreuz und quer. Das war so eine von den Damen, die nehme ich auch immer ganz gerne in unseren Fortbildungen, die hat so BTM, also Betäubungsmittelpflaster, über den Gartenzaun getauscht mit ihrer Nachbarin. Oh, fantastisch. Also da war wirklich alles mit dabei. Und das Allerbeste war, das war für mich auch ein extrem guter Einstieg, um mit dem Arzt ins Gespräch zu kommen. Weil ich sagte hier, Andreas, guck mal. Also wir sind auf dem Land, da sind wir ein paar du. Und dann habe ich gesagt, Andreas, guck mal, was die Frau H. so macht. Und dann haben wir das alles geordnet. Die Schwiegertochter hat gesagt, sie stellt es jetzt. Wir haben ihr angeboten, wir können es in der Apotheke machen, war ihr zu teuer. Und dementsprechend, als es dann durch war, ging es ihr wirklich besser. Und da war so viel drin, klar, natürlich, was eben thematisiert ist, Leitlinien, Reinkommen, 20 Stunden Recherche etc. pp. Hatte ich auch, aber diese Adherenz, dieses Vertrauen, dass der Patient schafft, der sagt, ich mache das vielleicht jetzt doch nicht so, wie ich das dem Arzt erzähle, das war fantastisch. Und es kam was Gutes bei raus. Der Arzt war begeistert, Patient war begeistert, ich war begeistert.
toller Fall. Aber das ist auch was Typisches, was in den Studien sich auch immer zeigt. Die Patienten erzählen uns Apothekern viel mehr, als sie den Ärzten erzählen. Genau. Zu den Ärzten kommen wir gleich. Jetzt wollen wir erst noch Herrn Müllers ersten Fall hören. Also ganz genau kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen. Ich kann nur sagen, aus den ersten Medikationsanalysen, was so meine Impression war. Ich war ein bisschen überfordert von den Patientinnen und Patienten, muss ich sagen. Okay. Also das ist, man geht da rein, will strukturiert, straight seine Fragen abarbeiten und dann kommt der Hund, der dann doch noch irgendwie eine Rolle spielt und die Nacht, die dann so schlecht war. Und dann, das fand ich, da braucht man sehr viel Einfühlungsvermögen, viel mehr als Fachwissen eigentlich, dass man den Patienten da so ein bisschen in die Spur bringt, dass er nicht zu sehr ausufert und dass man dann die Fragen beantwortet kriegt, die man da hat. Und das finde ich auch, das ist auch hängen geblieben, wenn wir hier über die ganz vielen Leitlinien sprechen und alles richtig zu machen. Ich glaube auch, es ist nicht wichtig, alles richtig zu machen. Es ist nur wichtig, damit anzufangen, weil wenn wir nicht alles entdecken, ist es nicht schlimm. Wenn wir keine gemacht hätten, wäre der Patient wahrscheinlich noch Wochen, Monate, Jahre weiter so therapiert worden. Jede Medikationsanalyse deckt eine Kleinigkeit auf. Also da gab es, glaube ich, auch Studien, mindestens ein ABP findet man ein arzneimittelbezogenes Problem, findet man in jeder Medikationsanalyse und man muss nicht alle finden. Deswegen, man muss sich auch keinen Druck machen, dass man sagt, ich muss jetzt eine perfekte Medikationsanalyse machen, sondern ein schönes Gespräch mit dem Patienten, sodass ihm am Ende geholfen ist. Und das ist mir hängen geblieben, das Gespräch hinterher auch. Ich habe den Patienten immer noch, der hat so viel Vertrauen zu mir, der wird auch nie wieder woanders hingehen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil ich für ihn auch Probleme gelöst habe. Dann bleiben wir jetzt erst noch mal beim Patienten, bevor wir zum Arzt gehen. Wenn ich jetzt wirklich gerade anfangen will und jetzt vielleicht diese Diskussionsrunde gehört habe, was empfehlen Sie? Wie fange ich denn an? Wie suche ich mir meinen ersten Patienten, bei dem ich jetzt eine Medikationsanalyse mache? Vielleicht fangen Sie direkt wieder an. Ich würde mir erstmal was raussuchen, wo mir schon gleich was zu einfällt, wo ich schon gleich einen Anhaltspunkt habe. Man kennt ja so seine Patientinnen und Patienten, wo man sich denkt, ist da alles so in Ordnung? Und am besten sucht man sich auch jemanden raus mit einem Arzt, zu dem man einen guten Draht hat. Das ist für den Einstieg sehr hilfreich. Es gibt ja Ärzte, mit denen man weniger gut zurechtkommt in der Praxis. Es gibt welche, mit denen man besser zurechtkommt. Ich habe das auch so gemacht. Die Überwindung, Medikationsanalysen bei Patienten zu machen, wo man sehr viel schlechte Erfahrungen mit den Ärzten gemacht hat, ist deutlich höher. Deswegen zum Einstieg würde ich einen nehmen, wo man einen guten Draht zum Arzt hat und wo man schon direkt was sieht. Und dann ist, wie gesagt, nicht der Punkt, alles zu finden, sondern anzufangen. Okay. Ich würde hier ganz kurz noch was ergänzen wollen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich glaube, gerade auch für alle, die eben sich mit dem Gedanken tragen, sowas jetzt zu beginnen, irgendwie zu etablieren in der eigenen Apotheke, vorher auf jeden Fall das Gespräch mit dem anderen Heilberufler suchen, ne? Um eben auszuloten, mit welchem Arzt könnte das gut funktionieren, mit welchem wird es vielleicht schwieriger und vielleicht in diesem Atemzug dann auch gleich zu klären, wie kann ich mit ihm am besten kommunizieren, sollte was zutage treten, was ich mit ihm gern besprechen möchte. Und dann ist auch der ärztliche Kollege wesentlich besser abgeholt und dann ist auch der nächste Schritt ein einfacherer, weil ich kann da nur zustimmen. Wenn man da auf der anderen Seite irgendwie die Mauer hat, dann ist das eine schwierige Analyse, die man dann am Ende für den Patienten durchführen will. Also vorher alle abholen. Okay, wie würden Sie den Arzt denn ansprechen? Also ganz konkret, ich habe das ja selbst, mache das auch und ich habe in der Tat in der Apotheke, wo wir das machen, letztlich den ganzen Umkreis der Ärzte besucht. Das klingt jetzt erstmal nach einem Aufwand, das stimmt, aber die Gespräche sind relativ schnell. Die wollen auch nicht stundenlang mit dem Apotheker jetzt darüber sprechen, aber es geht einfach auch ein bisschen um das Zeigen des Willens der Kommunikation und das Abholen. Ich möchte hier nicht irgendwie in die Therapie hineingehen und alles kaputt machen und vielleicht die Arzt-Patienten-Beziehung stören, sondern wir beide wollen, dass es dem Patienten gut geht. Und Adhärenz ist da zum Beispiel ein hervorragender Türöffner, sage ich mal, wenn man die Therapie des Arztes unterstützt seitens der Apotheke und vielleicht Einnahmefehler mit dem Patienten ausräumen kann und solche Dinge. Jetzt würde mich interessieren, haben Sie denn auch wirklich bei jedem Arzt einen Termin bekommen? Ja. Das ist schön. Jetzt muss ich aber auch sagen, das war nicht mein Benefit, sondern das war letztlich der Apotheker, dem die Apotheke gehört. Wir haben das gemeinsam gemacht und der ist in einem Netzwerk drinnen und kennt eben seine Pappenheimer Ärzte, sage ich jetzt mal. Und dann hatte er auch kein Problem. Ähnlich wahrscheinlich wie in Heringen. Fragen wir erstmal genau. Heringen ist ja ein kleinerer Ort. Wie ist es da? Da kennen Sie sich wahrscheinlich sowieso. Ja, klar, natürlich. Man läuft sich über den Weg. Also die eine Arztpraxis liegt quasi direkt gegenüber. Die andere ist oben in der Hauptstraße, beziehungsweise ist umgezogen in der Lindestraße. Also man kennt sich. Also man sieht sich, man kennt sich. Und im Endeffekt war das dann auch, ich würde es gerne mal ausprobieren. Würde ich dir sofort zustimmen. Man sollte vorher das Gespräch suchen, man sollte sagen, was man jetzt macht. Und man sollte vor allem kommunizieren,
wir treten dir damit nicht auf die Füße. Es geht immer darum, miteinander die Medikation zu verbessern. Und Frau Michel, glauben Sie, dass das auch in so einer Großstadt wie Hamburg funktioniert? Wir haben das auch so gemacht. Also wir haben auch ganz klar erstmal diesen Adhärenzaspekt in den Vordergrund gestellt und den Patientennutzen. Und dann habe ich festgestellt, dass die Ärzte das sehr schätzen, wenn die natürlich erst informiert werden, bevor man dem Patienten irgendwas erzählt. Sprich, dass man also einen Bericht schreibt, möglichst kurz, möglichst in dem Stil, wie die Ärzte sich untereinander auch Berichte schreiben. Man soll mal bloß nicht denken, dass man da dann eine Rückmeldung kriegt, aber die nehmen das zur Kenntnis. Per Fax oder wie? Unterschiedlich. Meist tatsächlich auch noch per Fax, manche per E-Mail. Und dann eben immer auf den Patientennutzen hinarbeiten. Und dann funktioniert das auch in der Großstadt. Ja. Frau Bergmann, wie ist es in einer mittelgroßen Stadt wie Münster? Und dann vielleicht auch, Sie arbeiten ja gerade auch sowas viel mit FIPS. Wie reagiert denn so ein erfahrener Arzt, wenn ein FIP ihm jetzt erklärt, was der Arzt vielleicht auch falsch verordnet hat? Also erstmal arbeiten wir ja zusammen. Ich bin ja an der Seite von dem FIP. Und wir haben die Ärzte ja auch informiert. Und was man dann auch noch machen kann, auch mal den Arzt fragen, ob er einen Patienten hat, wo er denkt, dass man da nochmal spezieller drüber gucken kann. Weil oft hat er ja auch gar nicht so die Zeit. Und da hatten wir ja nämlich auch schon, dass dann gesagt worden ist, gucken Sie mal bei den und dem Patienten, da haben wir das Gefühl, dass er da was nicht richtig anwendet oder so. Das gibt es auch. Also wenn das Vertrauen da ist, dann kann man auch mal den Arzt fragen, ob man selber irgendwo mal drüber schauen kann. Also okay. Dann, wenn der Anfang gemacht ist, wäre natürlich die Frage, wir haben schon gehört, man braucht einen Beratungsraum. Frau Michel sagte, das ist absolutes Must-Have. Mhm. Frau Menke sagte ja schon, gerade am Anfang ist diese ganze Informationsflut überwältigend. Können Sie uns jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen, wie Software denn da unterstützen kann? Manchen vielleicht stört sie ja auch eher und also ich glaube, dass das eine ganz, ganz individuelle Entscheidung ist letztlich. Das heißt, ich glaube, dass es durchaus Kollegen gibt, die sagen, ich möchte das lieber manuell oder zu Fuß, sage ich mal, machen. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn das gut passt zu denjenigen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade das, was Recherche betrifft, vielleicht auch was Kommunikation betrifft, über Software gut zu lösen ist. Das heißt, Leitlinien automatisiert durchgehen oder die Dosis überprüfen oder eben Geriatrielisten, solche Sachen, wo Datenbanken im Hintergrund einfach Hilfestellung geben können. Und ich sage das aus zwei Gründen. Das eine ist sicherlich das Thema Zeiteffizienz. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein Thema, was nachher noch zur Sprache kommt. Alle sind viel beschäftigt. Wir haben unglaublich viele Dinge in der Apotheke zu meistern. Ich will die ganzen Corona-Themen jetzt gar nicht aufzählen, die noch on top dazukommen. Das heißt, es muss irgendwo auch eine Zeiteffizienz da sein, nicht zuletzt, um es auch irgendwann wirtschaftlich darzustellen. Das ist das eine. Und das andere ist aber das Thema Kompetenz. Und ich finde, auch da sind datenbankunterstützende oder verwendende Tools sehr hilfreich, weil man jedes Mal, so wie auch schon erwähnt wurde, schlauer aus so einer Analyse rausgeht. Man hat quasi die Essentials, die nötig sind, um diesen Fall zu betrachten, präsentiert und nimmt das mit und kann das speichern fürs nächste Mal und hat das dann auch schon viel griffbereiter, auch vielleicht sogar im Handverkauf. Sachen, die man also gar nicht im Rahmen von der Medikationsanalyse zwingend braucht. Also der Kompetenzgewinn ist für mich der zweite Faktor und es gibt natürlich diverse Programme auf dem Markt und ich kann jedem immer nur empfehlen, von jedem mal einen Testzugang holen und schauen, was einem selber am besten passt. Okay. Denn es muss intuitiv sein. Ich glaube, Herr Göbel möchte was sagen. Ansonsten wäre jetzt meine Frage eigentlich an jeden von Ihnen jetzt auch, nutzen Sie schon Software, in welchem Umfang und vielleicht auch so eine grobe Schätzung, wie lange braucht man denn, wie lange muss man ungefähr einplanen für so eine Medikationsanalyse? Wollen Sie anfangen? Ich kann damit gerne anfangen. Also klar, Softwareunterstützung, ich nutze als allererstes, habe ich die Abda-Datenbank genutzt, dann benutze ich mit Namen so grundsätzlich. Also ich benutze ein Schweizer, ein Schweizer Programm, das zusätzlich nochmal Medikation, Wechselwirkungscheck darstellt. Den mag ich sehr gerne, weil das zusätzlich QT-Zeitelemente und Abbauwege hat. Da konnte man auch drüber finden. Und dann nutze ich aktuell auch noch den Medicheck. Weil sagen Sie jetzt aber den Namen von dem Schweizer Produkt auch ruhig. Okay, ja, das ist in Ordnung. Ja. Das ist MediQ, heißt okay. Das. MediQ, also stimmt, werden es muss sein. Genau, die beiden benutze ich hauptsächlich, einfach weil ich der Meinung, also
aus vielen verschiedenen Aspekten im Endeffekt heraus. Okay. Also ich möchte jetzt nicht nochmal alle aufziehen, aber am Ende des Tages Zeiteffizienz und Datenunterstützung sind sicherlich die wichtigsten Aspekte dabei. Und wie lange brauchen Sie dann ungefähr für eine Medikationsanalyse? Mittlerweile, das Patientengespräch ist die dicke Blackbox. Das kann man länger dauern, kann man kürzer dauern, aber ich denke für den eigentlichen Analyseteil, wenn sie jetzt nicht was komplett abgefahren ist, ist nicht länger als eine halbe Stunde. Okay, vielleicht noch mal kurz, falls es nicht allen klar ist, aber kurz, man findet den Patienten, führt das Anamnesegespräch, genau. Lässt sich vielleicht die Medikamente sogar mitbringen und dann macht man die Analyse allerdings in Ruhe, nicht während der Patient dabei ist, spricht mit dem Arzt und dann bestellt man den Patienten wieder ein, um ihm die Vorschläge zu geben. Genau. Nur noch mal. Das Prozedere. Das war jetzt richtig so. Ich sage ja, Theoretiker. Genau. Frau Michel, wie sieht es denn bei Ihnen aus, wenn Sie eine Medikationsanalyse machen? Von bis, das kommt ja mal darauf an, ob man sozusagen eine Medikationsanalyse Typ 2a macht, sprich also nur Patientengespräch und die Daten, die ich in der Apotheke habe und hoffentlich Brownback, dass der mir alles mitbringt. Oder ob ich eine komplette Analyse mache, eine 3 mit Labordaten und Diagnosen. Und das ist schon ein ziemlicher Zeitunterschied auch. Wir nutzen tatsächlich im Moment keine Software. Ich gucke mir gerade welche an. Ich hoffe, dass uns das unterstützt und uns einfach noch mehr Luft lässt für die Patientengespräche, weil das einfach das Allerwichtigste ist. Und den Patienten kann man auch nicht so doll beschleunigen. Okay. Auch wenn man das gerne möchte. Ich habe das auch manchmal so, dass ich denke, so raus mit dem Wesentlichen. Aber nein, wobei, die brauchen ihre Zeit. Genau, wobei auch da, das werden Sie, wenn Sie jetzt gerade sowieso am Suchen sind, feststellen, es hilfreich ist, gibt diverse Tools, die haben so eine Art roten Faden. Das heißt genau das, dass eben der Hund vielleicht kurz erwähnt wird, aber doch keine Rolle spielt in der Anamnese. Ja, also und den Faden haben wir sowieso, weil wir sozusagen so einen Durchlaufplan haben. Genau, aber man braucht irgendeine Unterlage, genau, ne, ja, dass das man genau. Ja, aber das macht total Sinn. Unbedingt. Genau. Vielleicht kann dann Frau Bergmann sagen, wie sie es macht. Also wir haben auch so Laufzettel, sag ich mal. Und das Wichtigste ist eigentlich auch, dass wir herausstellen, was für Beschwerden überhaupt der Patienten hat. Wo soll ich überhaupt hingucken oder wo soll ich spezieller nochmal hingucken? Und dann nutzen wir natürlich die APTA-Datenbank, ganz klar, aber auch den Medicheck, weil der halt auch sehr einfach und innovativ ist. Und also ich persönlich bin halt eher schon ein Typ, der gerne auch was Digitales dann auch dann nutzt. Das gibt dann halt nochmal mehr Sicherheit. Okay. Und Herr Müller, wie lange brauchen Sie so? Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich benutze auch im Moment noch keine Software. Ich ringe immer noch mit mir. Also bisher habe ich noch nicht so die perfekte gefunden, die alles macht, was ich gerne möchte. Das ist noch am Markt ein bisschen Ausbaupotenzial, finde ich. Wobei ich auch sagen muss, also ich mache es jetzt mit der von der Kammer zur Verfügung gestellten Excel-Tabelle. Die ist sehr gut, aber der Doku-Aufwand ist schon enorm ohne Software unterstützen, muss man schon sagen. Also ich glaube, die, wenn man es von Hand macht, muss einem bewusst sein, dann ist die Doku eigentlich das, was am zeitaufwendigsten ist, wenn man dann nicht irgendwo durchgeführt wird. Das schon. Ich würde sagen, das Patientengespräch ja ist nicht genau abschätzbar, 20, 30 Minuten etwa. Die Analyse geht auch relativ zügig, wenn man sich da schön durch die arzneimittelbezogene Probleme arbeitet. Dann die Doku hinterher und den Arztbrief schreiben, das würde ich sagen, ist bei mir im Moment immer noch der Hauptpunkt. Das kann auch schon mal eine halbe Stunde, Stunde dauern, bis man das alles vernünftig dokumentiert hat. Also alles zusammen, 1-2 Stunden. Okay. Jetzt wollte nur hinzufügen, dass das ja auch häufig einfach eine Wunderbox ist. Also gerade das Patientengespräch, das Vorgespräch, da kann alles bei rauskommen. Also es kann innerhalb von 10 Minuten gegessen sein. Es kann aber auch sein, dass zwischen dem Hund und dem Kind eben die Information kommt, dass seit 7 Tagen kein Stuhlgang mehr gewesen ist. Also diese elementaren Sachen, die findet man halt tatsächlich dann zwischendurch. Oder auch, dass eben die Medikamente in einer großen Box gesammelt werden oder beim Brownback Review fällt einem auf, dass alles schon abgelaufen ist oder dass 10 Packungen Metoprolol dabei sind. Das deutet dann wieder auf Adherenzprobleme. Gerade dieser Bereich, den sollte man zeitlich nicht unterschätzen. Also um noch mal kurz meine Aussage mit der halben Stunde etwas zu revidieren. Und was man nicht vergessen darf, ne, Patienten haben immer noch einen in der Hinterhand, sagt Frau Waltering immer so schön, wenn man in einer Medikationsanalyse sitzt und denkt, man hat jetzt alle Informationen rausgekitzelt. Ja. Nehmen Sie noch weitere Medikamente ein, die Sie nicht in der Apotheke gekauft haben, sondern alles, was Sie in der Drogerie besorgt haben. Nein, nein, nein. Und eine halbe Stunde später, am Ende des Gesprächs, dann fällt doch noch die Magnesium-Tablette, die dann abends vorm Schlafen genommen wird, die nie vorher thematisiert wurde. Irgendwas ist immer noch. Traut. Irgendwas, was dann nochmal so wichtig ist. Genau. Alles nochmal durchgewirbelt. Ja.
Wie ist das denn, wie lässt es sich denn jetzt, also unsere Kernfrage ist ja auch, wie lässt es sich in den Apothekenalltag integrieren? Jetzt haben wir hier drei Apothekeninhaber und einen Filialleiter. Vielleicht erstmal aus der Angestellten-Sicht, was wünschen Sie sich, damit Sie die Medikationsanalyse durchführen können in der Apotheke von Ihrem Chef? Ich kenne sehr viele, die müssen das in ihrer Freizeit machen oder die haben das, die haben so Lust dazu gehabt in meinem Alter, wollten es unbedingt machen, aber der Apothekenleiter hat gesagt, ja, kannst du machen, aber nicht während der Arbeitszeit. Und dann haben die aber so viel Enthusiasmus gehabt, dass sie dann die Ausbildung zum AMTS-Manager tatsächlich in ihrer Freizeit gemacht haben. Also das muss auf jeden Fall der Apothekenleiter sicherstellen. Also die Ausbildung ist das eine, aber wenn man sich jetzt nach Feierabend noch abends hinsetzt. Genau, das haben die tatsächlich gemacht, also, dafür mussten die machen, die Analyse, die durften die Patienten zwar während der Arbeitszeit befragen, aber mussten dann die Auswertungen zu Hause machen. Und sowas geht gar nicht. Also das ist Arbeitszeit, das ist Apotheke und das ist auch nicht irgendwie niedrigwertige Apotheke. Das ist nichts, was man in seiner Freizeit machen muss. Ist ja weil das Gegenteil, ist ja eher genau, es ist vielleicht hochwertige Dienstleistung. Es ist vielleicht im Moment noch nicht genau nach einer Gebührenordnung geregelt, was es dafür gibt und deswegen noch nicht genau betriebswirtschaftlich planbar. Aber das ist der Nutzen für die Apotheke insgesamt, ist auch jetzt schon so groß, eben weil man die Patientinnen und Patienten an sich bindet, die immer wieder kommen, die das weitererzählen, wodurch man auch andere gewinnt. Man wirkt kompetenter. Ich würde auch sagen, das normale Handverkaufsgespräch wird im Laufe der Zeit auch besser, einfach weil man mit ganz anderen Augen drauf guckt. Also deswegen, das ist eigentlich mein zentraler Appell als Angestellter. Die Apothekenleiter müssen den Angestellten Zeit dafür geben und dann braucht man auch wirklich Zeit für sich. Also eine Bürozeit, wo man sich da nicht zwischen Suppe und Kartoffeln hinsetzen muss und zwischendurch nach vorne rennt, um dann noch fünf Patientinnen zu bedienen. Deswegen Zeit einräumen lassen, eine fixe Zeit in der Woche und dann auch ein Terminmanagement, damit man da wirklich genau für diese Zwecke Slots hat, um sich nur darum zu kümmern. Herr Göbel, wie managen Sie das dann in Ihrer Apotheke? Oder ist da die Medikationsanalyse nur Chefsache oder machen das auch Ihre approbierten Angestellten? Also was man klipp und klar sagen muss, jetzt in der Corona-Zeit ist das deutlich weniger geworden, weil es absolut unverantwortlich war, sich mit älteren Leuten in einen kleinen Raum zu setzen, zumal auch keiner irgendwie Geist dafür hatte. Also das muss man klipp und klar sagen, das ist deutlich weniger geworden. Davor habe ich es dann im Endeffekt so gemacht, dass ich meinen Mitarbeitern, ähnlich wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, Zeiten eingeräumt hast, wo die Mitarbeiter quasi das machen konnten. Ich habe das aber auch gesagt, die eine Medikationsanalyse hat beispielsweise über 20 Stunden gedauert bei der einen Kollegin. Habe ich gesagt, da müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden, weil am Ende des Tages ist es dann halt so, das muss auch irgendwo bezahlbar werden. Ich als Inhaber habe natürlich den Wunsch, dass meine Apothekerinnen das machen, weil das wirklich eine tolle Sache ist. Es bringt die Apotheke nach vorne, es bringt die Mitarbeiter nach vorne, es motiviert und man kann es bei jedem neuen Beratungsgespräch kann man es mitnehmen. Was natürlich toll wäre, wenn das irgendwann mal auch mal regelmäßig bezahlt werden würde, dass wir es als Regelleistung bei der GKV bekommen könnten. Frau Bergmann, wie organisieren Sie das im Alltag? Also ich bin jetzt, ich sag mal so eine typische Standardapotheke. Und da ist das gar nicht so einfach, weil es bindet natürlich wirklich Zeit, das Personal. Und wenn das dann nun teilweise gar nicht vergütet ist oder nur wenig vergütet, ist das natürlich schwierig. Also muss man sich auch immer den Nutzen dann auch hochhalten, was wir ja gerade schon öfters gesagt haben, dass es natürlich Patienten bindet und man kriegt ganz viel Wissen. Und deswegen stehe ich da natürlich auch sehr hinter, würde es allerdings auch gerne viel mehr machen, aber dann müsste das auch wirtschaftlich besser bezahlt werden, also überhaupt bezahlt werden. Ja. Frau Michel, bei Ihnen? Wir haben ja immer Pharmazeuten im Praktikum, haben das also auch tatsächlich in der Corona-Zeit für die sozusagen weiter durchziehen müssen und sind dann darauf verfallen, das mit Telepharmazie zu machen, mit den Patienten, die in Zoom anzulernen und ähnlichen Dingen und die Gespräche über Zoom abzuwickeln, damit die FIPS das machen konnten. Wir machen das in der Arbeitszeit, aber als nicht unbedingt in der Apotheke, sondern als bezahltes Homeoffice, weil man dann einfach zwingt, man kann dann ja nicht in HV rennen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass man ja nicht alles zu Hause abwickeln kann. Dann geht das dann mit der IT-Bindung und so, genau. Ja, also Abda-Datenbank geht von zu Hause aus nicht. Wir haben zwar auch mobile Heimarbeitsplätze, haben die aber noch nicht dafür eingesetzt. Das ist noch so in der Zukunftsmusik. Im Entstehen. Meine Frage jetzt an die Runde, wer darauf antworten mag, wie sieht es denn mit den anderen Berufsgruppen aus, mit PTA und PKA?
Unbedingt. Müssen ins Boot. Unbedingt. Ja. Wie? Was sollen Sie machen? Genau. Also, das ist okay, da sind sich schon mal alle einig, das ist schon mal schön. Das haben Sie auch gerade sehr schön dargestellt, das ganze Team mitnehmen. Also wer hat die meisten Kundenkontakte in der Apotheke? Das sind unsere PTA. Das heißt, die sind für die Akquise Gold wert. Die müssen die Patienten ausfindig machen, die ich in der Medikationsanalyse habe. Die haben auch einen super Draht zu den Patienten, dass sie die richtigen rausfiltern. Also da sind die unschlagbar. Und selbst die PKA können sehr viel wertvolle Aufgaben machen. Sie können zum Beispiel das Marketing planen. Also es ist auch sehr wichtig, das bekannt zu machen. Das steht und fällt mit der Öffentlichkeitswirksamkeit, dass ich das anbiete. Das Terminmanagement können sie machen. Also auch da gibt es welche. Ich würde sagen, der Spirit muss da sein im gesamten Team. Wir machen das. Das ist was Hochwertiges und das ist eine wichtige Aufgabe in der Apotheke. Ansonsten habe ich sehr häufig die Erfahrung gemacht, schläft das schnell ein, wenn das nicht alle mitziehen, weil dann ist einer, der da immer wieder kämpft, Leute ranzuholen und dann irgendwann holt ihn der Alltag auch ein und dann schläft das auch wieder ein. Also ich glaube, das hat die Studie von Frau Waltering auch gezeigt. Ich will da nicht zu weit ausholen, da gab es aber eine Studie, die... Über die wir auch letzte Woche, glaube ich, in der PZ berichtet haben. Genau, vor zwei Wochen. Die hat Probleme ausfindig gemacht, warum es bei den einen klappt und bei den anderen nicht. Und da war es eben auch, es steht und fällt mit der Einbindung des gesamten Teams, eben nicht nur die Apothekerinnen und Apotheker, die Analyse machen, sondern gerade auch die Ansprache durch die PTA. Können Sie das bestätigen? Ja, unbedingt. Also PTA-Ansprache und vielleicht auch die PTAs irgendwie Packungen in den Bundesmedikationsplan reinscannen lassen. Das sind ja so Vorarbeiten, die gut machen können. Das spart den Apothekern dann ja wieder Zeit. Ich würde sogar so weit gehen, Entschuldigung, Stefan, dass das wirklich auch vielleicht eine Teamentscheidung sein sollte, wer mit wem das Anamnesegespräch macht. Ne? Also Analyse, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist Apothekerhoheit. Ne? Das ist einfach extremes Fachwissen, was da auch abgefragt wird. Aber in der Anamnese, ich muss direkt jetzt an eine ganz zauberhafte PTA denken, die in der Apotheke, die ich als Leitung auch mal inne hatte, gearbeitet hat. Die hatte ein Draht zu den Patienten, da kann so mancher fertiger, hochdekorierter Apotheker sich eine Scheibe abschneiden. Und das ist das, was ja jetzt auch schon mehrfach rauskam. Wir brauchen das, was der Patient macht. Und wenn die PTA da den besten Draht zu hat, zu diesem Patienten, perfekt, dann soll sie sich hinsetzen, soll die Packungen mit einscannen, soll mit ihm drüber reden, ob er Handhabungsschwierigkeiten hat, ob er das Gefühl hat, damit nicht zurechtzukommen, ob ihm das nicht gut tut, was auch immer. All diese Dinge, die eben so wichtig sind für die Analyse. Und insofern sehe ich das auch so. Also die PTAs haben natürlich oft richtig tolle kommunikative Fähigkeiten, aber ich glaube, die Apotheker fragen manchmal noch anders nach in so einem Gespräch. Ja. Ich glaube nicht, dass ich meinen PTAs die Gespräche überlassen wollen würde. Es kommt drauf an, was abgefragt wird, ne? Und je nachdem auch, wie weit jetzt dieser Leitfaden vielleicht auch schon vorgibt, auf was gefragt werden muss, ne? Jetzt, wenn es um Beschwerden und Symptome geht, Mundtrockenheit und solche Dinge, das kann man ja eigentlich alles auch schön in einem Briefing letztlich mitteilen und man kann im Zweifel auch nochmal nachfragen, wenn man nochmal nachhaken möchte. Sprechen Sie denn auch dann mal interessante Fälle im Team durch, also dass die anderen auch was davon haben, oder gibt es da auch Animositäten zwischen den Approbierten, die eine sagen, ich bin immer für die BTM zuständig und du darfst hier sowas Cooles, Pharmazeutisches machen, gibt es das auch? Die FIPS stellen auch schon mal sozusagen in der internen Fortbildung mal so einen Fall vor, klar. Da wachsen die dran. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig, auch für die PTA, die auch nochmal ein ganz anderes Arztverständnis haben. Zumindest habe ich immer so den Eindruck, dass da immer nochmal so die ärztliche Verordnung nochmal etwas höher gehängt wird als bei uns. Da ist so das Gesetz und wenn dann nach einer Medikationsanalyse dann wirklich auch mal die nicht ganz so gut laufenden Dinge im Verordnungsprozess rauskommen, dann finde ich das auch fürs gesamte Team auch sehr augenöffnend, dass es eben wichtig ist und dass dann nehmen, glaube ich, auch die PTA ihren Job nochmal ein bisschen ernster und gucken dann nochmal etwas mehr drauf auf die Verordnungen, die sie beliefern, als vorher. Also so habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass die kritische Hinterfragung des Verordnungsprozesses damit noch ein bisschen steigt. Was ich jetzt gerne noch wissen möchte, und das ist die Überraschungsfrage für heute, man kann ja, also aus Fehlern soll man ja lernen. Was ist denn bei Ihnen schon mal so richtig schiefgelaufen bei einer Medikationsanalyse? Wer traut sich? Ich hatte eine wütende Ärztin, die mich verklagen wollte, die gesagt hat, wenn Sie noch mal einen meiner Patienten beraten, dann verklage ich Sie. Aber ja, ein Jahr später, jetzt seitdem, schickt sie uns Patienten. Sie hat dann hat sie aus den Fehlern gelernt, nicht? Nee, ich habe daraus gelernt, dass ich das besser vorab mit den Ärzten besprechen muss. Die Ärztin ist da so ein bisschen von uns auch ins kalte Wasser geschmissen worden. Da waren auch ein paar Sachen,
ganz unglücklich in der Medikation und der Patientin ging es ganz schlecht und ich habe es wahrscheinlich auch schlecht verkauft. Also das war so wirklich ein großer Unfall. Danke dafür. Wer kann noch was sagen, was schon mal schiefgelaufen ist, woraus man was lernen kann? Ja, Frau Bergmann. Also nicht richtig schiefgelaufen, aber was ich manchmal total schade finde, dass dann halt, also eigentlich kann man immer wieder ein Follow-up-Gespräch machen und das wird dann halt manchmal vergessen. Und das hatte ich nämlich heute noch, da kam eine Patientin, mit der ich auch Medikationsanalyse gemacht habe, da dachte ich so, ach, die hättest du eigentlich mal wieder ansprechen müssen. Und das ist ja kein richtiger Fehler, aber ich finde, da muss noch mehr Systematik rein, dass man halt wirklich so eine Struktur hat, wie lange man den auch immer wieder holt oder immer wieder, dass man nochmal hinterfragt. Aber das muss ja dann auch nochmal vergütet werden. Nicht nur eine Medikationsanalyse, sondern halt auch dann mehrere. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Hat noch jemand was? Ich kann mich nur anschließen, weil mir war es eine ähnliche Erfahrung. Es war auch in der Tat ein Arzt, der eben das nicht witzig fand, dass wir das machen. Und letztlich war genau das eben auch der Impuls, daraus zu lernen im Vorfeld. Das ist einfach, man räumt so viel Probleme aus dem Weg, wenn man im Vorfeld diese Tür schon mal geöffnet hat beim Arzt. Und das war keine schöne Erfahrung und das war auch prägend, würde ich sagen. Ich würde nie wieder irgendwo Medikationsanalysen anfangen, ohne vorher mit den Ärzten ins Gespräch gekommen zu sein. Ja. Das ist nicht richtig schief gelaufen, aber das, was mich am meisten frustriert hat, das war auch eine ärztliche Erfahrung. Ich glaube, das ist auch das, was da am meisten irgendwie Probleme machen kann am Anfang. Das war eine super Analyse. Der Patient war glücklich. Ich war der Erste, der ihm seine Medikamente erklärt hat. Das war so ein typischer Skeptiker, der eigentlich die Medikamente gar nicht nehmen wollte, sondern ja, der Arzt hat das aufgeschrieben, aber wofür eigentlich, weiß er auch gar nicht. Ich habe wirklich viel Zeit genommen, ihm alles erklärt. Er war begeistert. Ich habe einen Bericht an den Arzt geschrieben. Es waren etliche verbesserungswürdige Sachen. Amlodipin zweimal am Tag, 5 Milligramm. Candesartan, HCT, getrennt in zwei verschiedenen Tabletten, obwohl er gerne weniger Tabletten nehmen wollte und ihm das auch sehr wichtig war. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Änderungen, die gar nicht so immens waren, die es ihm einfach nur ein bisschen leichter gemacht haben, so ein bisschen die Tabletten komprimiert. Keine Rückmeldung vom Arzt, auf Nachfrage dann, ja, bespreche ich mit dem Patienten, dann war der Patient da, kommt danach wieder zu mir in die Apotheke, Wochen später ist auch nicht vorher zu mir gekommen und löst dieselben Rezepte wie vorher ein und es hat sich gar nichts geändert. Arzt hat bis heute nicht mit mir darüber gesprochen und der begeisterte Patient, der aus der Medikationsanalyse gegangen ist, ist jetzt genauso eingestellt wie vorher und da bin ich auf Granit gebissen bei dem Arzt. Das klingt frustrierend. Das sind frustrierende Momente, aber genauso gibt es auch die schönen Momente, wo dann die Ärzte wirklich dankbar sind und die Sachen aufnehmen und die überwiegen. Also ich glaube, jeder hat so die Ärztefraktion, die da abblockt, aber in der Mehrzahl sind es wirklich wertschätzende Kontakte, die sich freuen über die Impulse. Deswegen, das möchte ich auch vielleicht als Positives am Ende stehen lassen, nicht das Negative. Ich habe es nie bereut, es macht Spaß und ich rede immer noch gerne mit den Ärzten darüber und Sie hoffentlich auch mit mir. Okay. Aber ich glaube, da kommt auch nochmal was Wichtiges, was ich auch gelernt habe. Man muss diese Sachen priorisieren. Man kann nicht auf einmal die gesamte Medikation ändern. Man muss mit den wichtigsten Dingen anfangen, kleine Schritte machen, dem Arzt und dem Patienten die Zeit lassen, vielleicht über 2, 3 Quartale hinweg meinen Ideen zu folgen. Okay. Dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum Schluss. Ich hätte jetzt noch eine Schlussfrage an jeden. Was wünschen Sie sich denn an Rahmenbedingungen? Also wenn Sie sich alles wünschen könnten, wie müssten die Bedingungen sein, damit die Medikationsanalyse so richtig ankommt? Frau Menke, fangen Sie vielleicht einfach an. Also ich würde mir wünschen, dass der Raum und die Zeit dafür da ist in der Apotheke. Da komme ich, glaube ich, auf das zurück, was Herr Göbel auch schon sagte. Ich wünsche mir natürlich, dass die Krankenkasse einsieht und umsetzt, was ja schon gesetzliche Auflage eigentlich ist, nämlich dass das Ganze in die Honorierung kommt. Auch nicht nur aus monetären Aspekten, sondern wirklich Honorierung. Ne? Denn das, was wir da leisten, ist ein sehr, sehr großer Mehrwert für die Patienten. Das wünsche ich mir und ich wünsche mir viele, viele, viele Kollegen, die sagen, ich mache das, ich traue mich ran, ich wachse an den Aufgaben, aber ich lege jetzt los, weil letztlich werden jetzt auch die Weichen gestellt. Ne? So ein bisschen, wenn wir an die digitale Entwicklung denken, dann sollten wir schauen, dass wir da nicht abgehängt werden und unsere Kompetenzen leben. Frau Michel.
Ich glaube, ich wünsche mir vor allen Dingen von unseren Standesvertretungen, dass sie das publik machen, dass es wirklich klar gesagt wird, was ist eine Medikationsanalyse, was können Apotheker leisten. Denn das ist immer der erste Schritt, wenn man das einführen will. Ich kenne das ja nun aus der Uni, wissenschaftlich. Implementierung beginnt immer mit dem Wissen um die Sache, die eben implementiert eingeführt werden soll. Und wenn keiner weiß, was eine Medikationsanalyse ist, wenn die Krankenkassen das nicht wissen, die Patienten nicht wissen, die Ärzte nicht wissen, wer soll das haben wollen? Das wünsche ich mir von den Standesvertretungen, weil das können wir, glaube ich, als, sag mal, einzelne Apotheker nicht in der Form leisten. Frau Bergmann, was wünschen Sie sich? Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man so eine Struktur bekommt. Ne? Wenn Medikationsanalyse von klein bis groß, dass das wirklich abgestuft ist und dass wirklich die Apotheken auch wissen, was ist da wo drin, wo ist mein Rahmen und wie gehe ich damit um. Und dann natürlich auch die Werbung nach außen, dass der Kunde weiß, dass er zur Apotheke damit kommen kann. Weil ich finde, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Abgrenzung auch zum Versandhandel. Ne? Also das stärkt nochmal die Apotheken vor Ort, das ist persönlich, das sind wir halt. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass das auch nochmal marketingmäßig auch in diese Richtung umgesetzt wird. Herr Göbel, was wünschen Sie sich? Also im Endeffekt wünsche ich mir so ziemlich dasselbe, was sich hier von Kollegenseite auch schon gewünscht worden ist. Ich halte es auch strategisch extrem wichtig für uns, dass wir uns da differenzieren, weil das sind tatsächlich Sachen, die nur wir können, wo wir auch das Vertrauensverhältnis zu unseren Patienten, Patientinnen vor Ort nutzen können. Und wenn wir nicht aufpassen und den Begriff Medikationsanalyse nicht vernünftig besetzen, kommt irgendwie eine größere Versandapotheke auf die Idee, diese Nische zu besetzen. Und wenn es heißt, billig und kompetent findest du im Internet, wird es schwierig für uns. Plus, dass es dann auch für unseren Nachwuchs irgendwann zappenduster wird. Wenn wir jetzt nicht anfangen, die einzubinden, wenn wir die nicht entflammen, werden wir gerade im Hinblick auf die sinkenden Apothekenzahlen bei mehr Personal Probleme bekommen, unsere Apotheken mit vernünftigen Apothekerinnen und Apothekern zu besetzen. Und deswegen ist das für uns absolut ein Zukunftsthema. Sonst verschwinden die in die Industrie, ins Krankenhaus und die öffentliche Apotheke hat am Ende niemanden mehr. Und dann wird es schwierig. Also aus vielen verschiedenen Aspekten ist das eine ganz wichtige Geschichte für uns. Herr Müller. Ja, ich würde das genau aufnehmen. Genau das war auch mein Punkt. Also wir brauchen einen attraktiven Arbeitsplatz, dass wir diesen Trend der letzten Jahre, die Abwanderung von Apothekerinnen und Apothekern in die Industrie, ins Krankenhaus, da ist deutlich mehr Personalaufbau passiert als in der öffentlichen Apotheke, weil ich glaube, viel Frustration da ist im klassisch-bürokratischen Alltag. Ich glaube, das ist wirklich was, was den Nachwuchs begeistern kann, wieder in die öffentliche Apotheke zu gehen. Und das ist nötig, anders lässt sich dieses Personalintensive, da kann man sagen, was man will. Es dauert nun mal länger, eine Medikationsanalyse zu machen, als Packungen abzugeben. Und dafür brauchen wir das Personal. Und ich bin sicher, dass wir aber durch diese attraktive Leistung, die dann auch dem Nachwuchs wieder Spaß macht, in die öffentliche Apotheke zu gehen, das Personal bekommen, was wir dafür brauchen. Und das anders geht es nicht. Ansonsten wird dieser Trend immer weitergehen. Ja, dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern unserer Diskussionsrunde heute. Vielen Dank, dass Sie da waren im Namen der PZ und der Expo Pharm Impuls. Aber natürlich danken wir auch Ihnen Zuhörern, dass Sie heute da waren und zugehört haben. Und wir hoffen, dass wir Ihnen ein paar Impulse geben konnten, vielleicht zu starten oder halt auch nochmal drüber nachzudenken. Und damit eben das Ganze mehr und mehr zum pharmazeutischen Alltag wird.